In Dessau werden viele Häuser abgerissen. Tom wurde ein Opfer von dem Spektakel. Die Menschen demonstrieren gegen den Abriss. Der Kumpel zeigte ihnen eine Wohnung, aber auch von den Demonstrationen kamen sie nicht weg. In ganz Dessau und in der Stadt, auch in anderen Städten gab es Demonstrationen. Sie waren im Haus und kamen später zu einer neuen Wohnung. 3 Jahre später haben sie sich auf einen Park geeinigt, der ca. 2 Kilometer entfernt war, wo der Haus abgerissen wurde. Sie waren eine glückliche Familie.